alternativ das Granulat aus dem Kunstrasen. Der unglaublich, most incredible. Boom, boom, jiggy, bang, bang. Au, au, wenn er kein Breakdance kann, macht er den Headspin nackt. Das ist er. Boom, boom, jiggy, bang, bang. Okay, come on. Jiggy, 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 jiggy. Boom, boom, jiggy, bang, bang. Okay, und eine Freundin erzählt ihren Freundin von ihm, dass es boom, boom, jiggy, bang, bang. Ey, ich kann nichts mehr sehen, verdammte Blute am Kopf. Denn ich ging mit Dortmund Trikot in den Scheiter Hule geploppt und hab circa eine Minute lang Fußball geklopft und die anderen 89 Minuten wurde ich geboxt. Taddel, liebe Grüße geht raus, Digga. Ist mir eine Ehre, jetzt mir das hier reinzuziehen. Ist für mich eine schöne Sache. Ich bin gespannt, was er zu mir sagt. Und da ich weiß gar nicht mehr genau, was zu dem Song gesagt habe, aber ich kann mir vorstellen, dass ich das ein oder andere Mal schon an der ein oder anderen Stelle eine etwas lockere Zunge, wie gewohnt, an den Tag gelegt haben könnte. Ja, und mal gucken, wie er damit umgeht. Let's do it, Freunde. Ich habe noch ein Video, was ich mit euch ansehen wollte. Das haben im letzten Stream richtig viele Leute vorgeschlagen. Ehrenmänner an alle, die das vorgeschlagen haben. Yay, yay. Wollten, dass ich es ansehe, aber ich hatte da gerade keinen Bock drauf. Jetzt werde ich es mir aber ansehen. Die Reaction. Wie, du hattest da keinen Bock drauf, Digga? Sag mal, hast du dich mit ein paar Mal gekämpft oder was? Direkt wieder anfangen, einfach sinnlos zu fronten. Mann, Spaß. Vorgeschlagen. Wollten, dass ich es ansehe, aber ich hatte da gerade keinen Bock drauf. Jetzt werde ich es mir aber ansehen. Die Reaction von Jay Jiggy auf den Song von mir. Das ist er. Der Boy, der werte Jay Jiggy. Gute. Was hast du denn zu sagen? Einiges. Hört sich an wie ein Deichkind-Beat, Digga. Verstehe ich. Ich habe meine Reaction selber noch gar nicht gesehen, Alter. Das ist halt voll komisch, wenn ich mir jetzt selber eine Reaction angucke. Allein das ist schon komisch. Wenn dann noch jemand drauf reagiert, der sich meine Reaction anguckt, ist es echt komisch für mich. Real Talk an dieser Stelle. Du sitzt im Mercedes und siehst aus wie ein Loser. Du siehst aus wie ein Loser, ich höre jetzt schon, dass das der Reim ist, ja. Tausendmal cooler. Aus wie ein Loser, tausendmal cooler. Das ist übrigens eine Sache, die ich sehr befriedigend finde, wenn sich andere... Ach so, Bild in Bild. Entschuldigung, Freunde. Runter von meinem Rasen! Du sollst den Channel abonnieren. Oder hast du auf dem Baum geschlafen? Besser, ja? Okay. Gut, da gehen wir nochmal ganz kurz vor. Du siehst aus wie ein Loser, ich höre jetzt schon, dass das der Reim ist, der tausendmal cooler. Aus wie ein Loser, tausendmal cooler. Das ist übrigens eine Sache, die ich sehr befriedigend finde, wenn sich andere Rapper meine Sache anhören. Nice, er weiß schon mal, dass ich Rapper bin, das ist schon mal geil. Er sieht mich nicht als YouTuber, sondern er sieht mich als Rapper. Das ist schon mal pretty nice, Digga. Diese JGG-Reaction ist das erste Mal im Video, wo jemand über die Reime und so redet. Haha, Digga, das ist auch nicht das letzte Mal. Also nicht, dass ich jetzt Fan davon wäre, wenn man immer alles so auseinander... Kleinere Camp vielleicht. Leute, Alter, komm, Alter. Es gibt immer die Leute, die da rummachen, du. Scheißt euch doch nicht ein. Hier, so. So lass ich's jetzt. Ende der Durchsage. Klamüsert und so einen auf und so redet. Also nicht, dass ich jetzt Fan davon wäre, wenn man immer alles so auseinanderklamüsert und so einen auf Rap-Professor macht oder so. Okay, dann hast du was gegen mich. Aber, keine Ahnung, wenn ich mit Freunden von mir rede, die auch rappen und dann appreciated irgendjemand eine Reimkette oder sowas, dann freue ich mich immer, weil ich mir denke, 90% der Leute hören das überhaupt nicht. Ja, man, das ist wirklich nice. Also das finde ich schon mal geil, dass er das so sieht und das würde ich so auch zurückgeben. So, das ist halt wirklich so, es gibt in meinem Umfeld halt auch viele Freunde, die meine Musik mögen und die finden das auch alles geil, was ich mache, aber wenn ich denen mit einer Reimkette ankomme, dann gucken die mich einfach an wie ein Auto und checken gar nicht so genau, was ich von denen will. Ne? Und dann gibt es halt Freunde wie den Herr Kuchen beispielsweise, mit dem kann ich da direkt drüber reden, der checkt sofort alle Vokale, alle Silben, alles was aufeinander passt und sagt, ey, geiler Reim. Und das ist geil. Du sitzt im Mercedes und siehst aus wie ein Loser. Ich sitze in der Bahn und fühl mich tausendmal cooler. Du flexst mit deinem Money. Wie er sich feiert. Ja, Freunde, was wollt ihr jetzt von mir? Ja, da feiere ich mich schon ein bisschen. Wisst ihr, dass das meine Mucke ist? Ja, ihr wisst, dass das nicht meine Mucke ist. Dieser, oh, da war der erste Front, Digga. Gucci, Gang, Flow, Mother, Ducker, Boom, Gang, Ducker, Bucker. Ich kann diesen Gucci Gang Flow nicht ernst nehmen, so. Was meint ihr mit Gucci Gang Flow? Diesen Flow, den ich dir da gerade vorgemacht habe. Diesen Flow, den du dann einfach wiederholst. Das ist für mich Gucci Gang Flow, Digga. Meint ihr, ich flow da wie auf Gucci Gang und den Flow, den er da gerade nachgemacht hat, dieses Staccato-mäßige, mach ich doch auch überhaupt nicht. Stimmt eigentlich, hat er bis dahin echt überhaupt nicht gemacht. Ich hör mal weiter zu, was der werte Jay Jiggy zu sagen hat. Und genauso wenig kann ich Rap ernst nehmen, wo Leute die Zähne nicht auseinander kriegen, weil sie so krass auf Kodein sind, dass ihnen die Kinnlade einschläft. Also, Alter, wie geil er das auffasst. Finde ich geil. Er hat auf jeden Fall den ersten Siff-Maul-Angriff schon mal überlebt, Alter. Weil sie so krass auf Kodein sind, dass ihnen die Kinnlade einschläft.
Also, erstmal, ich habe schon mal Codein ausprobiert, hat mir nicht gefallen. Und das, was du da gerade bemängelst, das nennt man Stimmeinsatz. Also ich. Vielen Dank. Willst du Teil meines Rap-Tutorials werden? Den Stimmeinsatz. Und das, was du da gerade bemängelst, das nennt man Stimmeinsatz. Also ich weiß nicht, ob du dir schon, falls du das jetzt hier gerade siehst, ob du dir schon ich seh's, Digga. Mehr Sachen von mir angehört hast, aber ich... Eine Sache noch. Satz. Also ich weiß nicht, ob du dir schon, falls du das jetzt hier gerade siehst, ob du dir schon mehr Sachen von mir angehört hast, aber ich mach sehr selten immer wieder dieselbe Stimme, weil ich es einfach mag, mit meiner Stimme rumzuspielen. Und auf dem einen Track schreie ich rum und habe eine extrem laute, volle Stimme. Auf dem anderen Track rappe ich sehr klar artikuliert und sehr greifbar, sodass man alles haargenau verstehen kann. Auf diesem Track jetzt mache ich es extra laid back, einfach weil ich es nicht mag, immer dasselbe zu machen und weil es mir Spaß macht, mich auszuprobieren. Vielleicht solltest du das auch mal machen. Ja. Nice! Und weil's mir vielleicht solltest du das auch mal machen. Spaß macht, mich auszuprobieren. Vielleicht solltest du das auch mal machen. Digga, geil, das nehme ich mir zu Herzen, weil er prinzipiell recht hat, so wirklich. Vielleicht soll ich das auch mal machen. Also ich meine, ich probiere mich, ich halte mich da schon für facettenreich. Guck mal, einerseits hau ich einen Track raus, wie was siehst du? Andererseits hau ich einen Track raus, wie sie trägt die Nikes. Dann mache ich eine WM-Hymne. Dann hau ich irgendeinen Track raus, der alles zerfickt oder beziehungsweise Feature-Parts bei den Mammut-Tracks, wo man, glaube ich, wenn man mich das erste Mal da sehen würde, nicht denken würde, dass ich Tracks wie zum Beispiel Mann im Mond für meine kleine Nichte schreiben könnte oder so. Also ich halte mich schon für viel facettenreich oder für sehr facettenreich. Allerdings habe ich oft auch so diesen Mann im Hinterkopf, der mir schon so, naja, nicht vorgibt, was ich machen soll, aber der mich schon immer mal ein bisschen lenkt und den ich, wie du es mir gerade so schön sagst, doch öfter mal besiegen könnte und einfach so drauf scheißen sollte. So habe ich zumindest das verstanden. Ich es nicht mag, immer dasselbe zu machen und weil es mir Spaß macht, mich auszuprobieren. Vielleicht solltest du das auch mal machen. Ja, das ist ein gewisser Style und ich kann auch irgendwo verstehen, wer das irgendwas hat, was Leute feiern. Ich feiere es halt null. Ja, das ist ja fein. Das ist fein. Warte mal. Guck mal. Solltest du das auch mal machen? Ja, das ist ein gewisser Style und ich kann auch irgendwo verstehen, wer das irgendwas hat, was Leute feiern. Ich feiere es halt null. Ja, das ist ja fein. Das ist fein. Die Hook mit dem. Finde ich auch, das ist fein, Digga. Immer tausendmal cooler, du sitzt in deinem Bands, auch die Message, du sitzt in deinem Bands und siehst aus wie ein Loser. Ich fahr in der Bahn und fühl mich tausendmal cooler. Finde ich von der Message her ziemlich geil und auch vom nice. Hörgenuss, wie es ins Ohr geht, hat auf jeden Fall Ohrwurm-Charakter. Danke. So, ist geil. Wir stecken in der Bubble fest. Wieder Text in einem Manga-Heft. Was ja auch noch da extra noch groß auf mich macht, Digga. Richtige Beauty-Shot hast du von mir erwischt. Na, wieder Text in einem Manga-Heft. Was, ihr steckt in was fest? Ich verstehe nicht, was er da sagt. Ihr steckt in was fest? Einer Bubble. Das finde ich auch lustig, dass er sich das nicht erschließen kann. Feststecken in einer Bubble. Was könnte er da nur sagen? Ja, Digga, genau so habe ich mich gefühlt. Was könnte er da nur sagen? Ihr steckt. Ja, das ist ja nicht so. Also, ich meine, dass man Anglizismen benutzt, ja, in dem neuen Rap-Stil ist ja gang und gäbe. Aber Bubble, also. Vor allem, ich habe mich jetzt im Nachhinein gefragt, warum hat er denn nicht einfach Blase gesagt? Warum sagt er denn Bubble? Weil Blase reimt sich auch auf Bubble. Ihr steckt in einer Blase fest. Genau wie der Text in einem Manga-Heft. Hätte genauso funktioniert, so. Na, Bubble. Was könnte er da nur sagen? Was könnte er da nur sagen? Ihr steckt in einer Bubble fest. Wie der Text in einem Manga-Heft. Ja, lustig, ich sag's ja schon direkt. Weiß aber überhaupt nicht, was mir da gerade über die Lippen geht. Komischer Fettsack mit rotem Bart, der Typ. Heft. Rein, sehr cool. Danke. Ihr steckt in einer Bubble fest. Ach so. Okay, in einer Blase, in einer Bubble. Okay, verstehe. Ihr steckt in einer Bubble fest. Das ist ja auch so ein neues Stilmittel oder, was heißt ein neues Stilmittel, aber so ein mega präsentes Stilmittel, dass man so Anglizismen bzw. englische Words in seinen Text. Also an der Stelle auch einmal, kann man Stilmittel nennen, aber bei mir ist es tatsächlich auch einfach die Art und Weise, wie ich spreche. Also ich fände es jetzt komisch zu sagen, du steckst in einer Blase fest. Du steckst in einer Bubble fest. Ja, sagt selbst. Ja. Es ist halt, wie man das sagt, so in meinem. Hä, aber ja, okay, ja, kann natürlich sein, so, je nachdem, wo er herkommt oder mit welchen Leuten er rumhängt, so, kann man natürlich da vielleicht sagen, Bubble, aber für mich ist es eher so, ich meine, also, wenn ich meiner Mutter erzähle, dass ich in der Blase feststecke, dann sage ich, ey, ich stecke in der Blase fest und nicht, ey, Mom, ich stecke in der Bubble fest. Die guckt mich an und denkt, was ist mit dir denn los? Hast du wieder mit dem Hammer gekämpft? Aber ja, gut. Meiner Welt, du steckst in der Bubble fest, das ist halt, wie man das,
wie man das sagt, so in meiner Welt. Ihr steckt in einer Bubble fest, wie der Text... Ah, dann ist es richtig geil. Ihr steckt in einer Bubble fest, wie der Text in einem Manga-Heft. Digga, ja, wie süß er grinst. Ey, ich finde ihn hochsympathisch, real talk. Hochsympathisch. Ah, wenn ich hier gerade die ein oder andere Verhaltensstörung an den Tag lege, dann liegt es einfach nur daran, dass es für mich in der Tat eine unangenehme Situation ist, mich selber hier zu sehen und zu sehen, wie einer darauf reagiert. Das ist wirklich komisch, Digga. Das ist richtig geil. Ihr steckt in einer Bubble fest, wie der Text in einem Manga-Heft. Digga, das check ich ja jetzt erst. Er ist süß. Oh, danke. Mega geil, passt mega gut im Kontext, eine mega gute Zeile und der Reim darauf ist auch geil. Danke. Das gefällt mir. Danke. Da finde ich den, egal so scheiße ich den Beat finde, wenn ich so einen Reim höre, finde ich das Ganze schon ziemlich geil. Findest den Beat scheiße? Okay. Na, sagen wir, es ist nicht mein Geschmack, Digga. Ich finde den scheiße. 631 Zuschauer, Alter, aber doppelte heilige Gloria Maria im siebten Himmel. Also ja, Geschmackssache. Ihr steckt in einer Bubble fest. Genau wie der Text in einem Manga-Heft. Man munkelt, Wackness wäre ansteckend. Deshalb nehme ich lieber ein bisschen Abstand jetzt. Oh, da bin ich gespannt, was er jetzt dazu sagt, weil da will ich ja nicht, ich verbessere ja nicht den Reim von ihm, aber ich sage, hört doch selbst an. Ich wollte gerade sagen, was ich sage. Wackness wäre, man sagt, Wackness wäre ansteckend. Deshalb nehme ich besser ein bisschen Abstand jetzt. Auf jeden Fall gefällt es mir jetzt wirklich eigentlich ganz gut. Das ist irgendwie süß zu sehen, oder wie er so langsam reinkommt. Ey, wir finden uns beide süß, Digga. Ich finde, wir sollten eine Folge Gigi Will's Wissen zusammen aufnehmen. Boah, fände ich echt geil. Habe ich auch irgendwo jetzt schon gesehen, so. Gigi Will's Wissen, es gibt Leute, mit denen würde ich mich einfach gerne unterhalten. Und ich glaube, dass er halt komplett, naja, er kann sich gut artikulieren und er hat seine eigenen Ansichten. Und mit so Leuten unterhalte ich mich einfach gern. Und ich glaube, dass er wirkt auf mich sympathisch. Das wäre einfach saugeil, so. Also, wenn ihr Bock habt, Freunde. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Wer hat hier? Stoa Linga, muchos gracias für dein Twitchos, Braivos, Abonnement. Wenn ihr Bock habt, dass ich eine Jiggy Wills Wissen Folge mache, ja, mit dem lieben Tuttle, alias TJ Beastboy, dann lasst mich das wissen und ich könnte ihn dann anhauen. Ihr könnt ihn natürlich auch schon mal vorsichtig anhauen, das geht ja heute ruckzuck über die sozialen Medien, ne. Was ich auch noch da ganz wichtig, das habe ich ja schon erzählt, dass ich mich bald mit Savage treffe, mit Cool Savage für die Jiggy Wills Wissen Folge, auch überhyped, alle bin ich da drauf. Wie dem auch sei, er findet es süß, dass ich mich langsam hier reinfinde und den Track langsam anfangen zu mögen. Schön. Ansteckend. Deshalb nehme ich besser ein bisschen Abstand jetzt. Auf jeden Fall gefällt es mir jetzt wirklich eigentlich ganz gut. Das ist irgendwie süß zu sehen, oder? Wie er so langsam reinkommt. Deshalb nehme ich besser ein bisschen Anstand jetzt. Guck mal, aber das verstehe ich dann nicht. Steckt in einer Bubble fest. Text in einem Manga-Heft. Wackness wäre ansteckend. Also er hat immer diesen Vorreim, die E-Silbe, ne? Und dann sagt er, lieber bisschen Abstand jetzt. Aber warum sagt er dann nicht, besser bisschen Abstand jetzt? Okay, pass auf, JGG, falls du das hier gerade siehst. Ja! Ich finde das so geil, das zu sehen, dass du das so auseinandernimmst, weil das habe ich selber so oft bei anderen Rappern auch, dass ich mir so denke, Alter, hättest du ein Wort getauscht, wäre der Reim einfach 2 oder 3 Silben länger und ja, es hätte einfach schöner geklungen für mein Ohr. Aber du kannst dir, wenn du dir Sachen von mir anhörst, sehr bewusst darüber sein, dass mir das aufgefallen ist und dass ich beim Schreiben da auch schon mal besser stehen hatte, damit der Reim länger ist. Aber, und das ist ein Skill, den ich persönlich auch für wertvoll halte, manchmal finde ich es einfach wichtiger, Worte der Phonetik nach auszuwählen. Ich finde, lieber bisschen Abstand jetzt klingt einfach schöner als besser bisschen Abstand jetzt. Hey, seid mal jetzt alle ruhig. Das wird eine 45-Minuten-Reaction, Jungs. Nee, muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen, also zumindest bis jetzt. kann ich ihm, das ist ja seine Ansicht, das ist ja genau das, was ich meine, warum ich mich, glaube ich, gut mit ihm unterhalten könnte. Er erklärt mir das so und ich kann da jetzt nicht sagen, nee, Digga, du hast nicht recht, weil das ist ja seine Ansicht, ich kann ja nicht in seine Ansicht reinfuschen, so. Im Prinzip finde ich das auch sehr gut, das ist ja oft bei deepen Songs so, ne, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, dass man bei deepen Songs so auf die Reime ein bisschen verzichten kann, weil einfach die Message nicht darunter leiden soll. Die Message ist mehr wert als der gute Reim, so kurz gesagt, ne. Und deswegen kann ich es auch in der Hinsicht verstehen, dass er jetzt sagt, irgendwie, das klingt besser, wenn er da sagt, lieber anstatt besser. Und für mich ist aber das bessere Klingen, ja, nicht so groß, wie die Reimkette abzuschließen, gerade am Punkt der Pointe. Weil er bringt 4 Reime, Digga, wenn er jetzt lieber ein bisschen Abstand jetzt bei den 4 Reimen, ne, bei der Reimkette an der zweiten Zeile gekickt hätte, dann würde ich sagen, ja, okay, ja, gut, oder? Aber er baut
Wackness wäre ansteckend. Dapper, dapper, dumper, deck. Dapper, dapper, dumper, dap. Lieber ein bisschen Abstand. Er bringt es an dem Punkt, wo er eigentlich die Reimkette abschließt. Und das stört mich. Und da finde ich auch, ist der Ballon, dieses Stören und dieses Nichtvollenden der Reimkette, ist größer als das Klangbild von lieber zu besser. Versteht ihr, was ich meine? Also, Digga, wenn du das hier siehst, bitte reacte da drauf. Sag mir deine Meinung, Alter. Haha, das hört sich an wie so ein Zwang von dir mit den Reimketten. Kann sein. Ich find's tatsächlich mit lieber besser. Ja, es kann schon sein. Gut, jedem das Seine ist halt Ansicht, Ansicht, Digga. So ist es halt. Deshalb nehme ich lieber ein bisschen Abstand jetzt. Deshalb nehme ich besser. Du hättest sogar noch den Reim gehabt. Du hättest sogar noch den Reim gehabt. Deshalb auf besser. Deshalb nehme ich besser ein bisschen Abstand jetzt. Das, also für mich wäre das auf jeden Fall der Weg gewesen, den ich gewählt hätte. So. Klingt natürlicher, klingt mehr so als... Klingt natürlicher, Dicke, aber dann Bubble sagen. Weißt du, wie ich meine? Ah! Deshalb nehme ich lieber ein bisschen Abstand jetzt. Klingt natürlicher, klingt mehr so, als würde man das so sagen. Dann einfach so auf den Reim zu scheißen und sich zu denken, hey, ich sag das jetzt so, weil... Der Reim funktioniert trotzdem, der Endreim ist ja nach wie vor da. Und es klingt einfach geiler. Ich hatte auch eine Phase, wo jeder meiner Scheißreime 10 Silben lang sein musste. Und das war auch cool und das hat mir auch Skills angeeignet und so. Aber ich fühle mich so viel besser, seit ich diese Strukturen nicht mehr in meinem Kopf habe. Glaube ich aufs Wort. Glaube ich aufs Wort. Und ich bin im Moment jetzt auch gerade dabei, mich so ein bisschen davon freizumachen. Ich habe jetzt neue Songs aufgenommen. Da ist die erste Zeile, zu viel Speed und Kokain ist so. Seit 7 Jahren Therapie ist so. Und ich reime einfach auf Speed und Kokain auf 7 Jahre Therapie. Und es ist so, für die Leute, die meine Mucke schon kennen und die auch meine Analysen kennen, das ist einfach so, die denken sich, Jiggy, das hast du doch nicht selber geschrieben, oder? Und ich sag mir, doch, ich hab das geschrieben. Weil in dem Moment, es hört sich für mich einfach vollendet an. Es ist genau der Gedanke, den ich im Kopf habe und der so perfekt auf den Beat passt und der sich für mich perfekt anhört. Also will ich da jetzt nicht, Speed und Kokain, Diebe, Dabe, Diem, diese Isilben damit einbringen und irgendwie den perfekten Reim wieder zu finden, sondern ich habe in dem Moment einen Fick gegeben und ich fühle mich auch frei. Und deswegen verstehe ich das zu 100%, was er sagt. Ich fühle mich so viel besser, seit ich diese Strukturen nicht mehr in meinem Kopf habe und nicht mehr so denke im Sinne von, okay, das muss aber so und der Reim muss so sitzen und sowas, sondern ich entscheide, je nachdem, wie es sich richtig anfühlt. Und an der Stelle hat sich das Wort lieber vernünftiger angefühlt als das Wort besser. Und deswegen habe ich auf den Reim geschissen. Hat man da 3 schöne lange Reime und noch eine Line, wo einfach nur der Abstand jetzt. Der Endreim passt. Ist auch in Ordnung. Ja, ist auch in Ordnung. Ist auf jeden Fall in Ordnung. Aber es ist schon geil, dass er das versteht so. Also er versteht, wovon ich rede und ich verstehe, wovon er redet so. Es sind einfach 2 andere Ansichten. Geil. Ich geb kein Damn darauf, dass du mich nicht checkst oder was du davon hältst. Und ich mein Leben lenk. Ich hab mit meinen Friends. Warum macht die das so mad? Mann, ich mich nur noch fremd. Hey, manchmal, ich schwör dir, würde einer auf mich wie so ein Spasti reagieren. Digga, Alter, was bin ich für ein Mongo? Was du davon hältst, wo ich mein Leben lenk. Ich hab von mit meinen Friends, warum macht die das so mad? Weil ich bin nur noch fremd, wenn ich komme da, weil ich auf Instagram. Was hat er denn mit seiner Kauleiste gemacht, Alter? Ja, Flow hier extrem gut. Was hat er denn mit seiner Kauleiste gemacht, Alter? Allerdings leidet bei so einem Flow halt meiner Meinung nach immer der Text runter, weil diese Wack und Track auf Rap-Reime so, das muss, glaube ich, echt nicht sein. Er ist echt wirklich so tief drin in dem, was ich eben meinte. Ich weiß nicht, ob ihr das ich bin zu tief drin. Kennt, aber wenn man selber rappt. Ich kenne viele Leute, die schon mal durch so eine Phase gegangen sind, wo einem Reime so überwichtig waren. Digga, das ist keine Phase, das ist mein Leben. Ich rap seit 15 Jahren, bin 30 Jahre alt. Was willst du mir dann erzählen? Was für eine Phase? Hä? Die Phase. Alter. Ich kenne viele Leute, die schon mal durch so eine Phase gegangen sind, wo einem Reime so überwichtig waren. Vor allem Deutsch. Ey, Leute, wir haben über 700 Zuschauer, Freunde. Absolute Props gehen raus an jeden einzelnen von euch. Muchos gracias. Rap-Fans. Es gibt ja auch viele Leute, die einfach gerne rappen oder auf Rap gekommen sind, weil sie Ami-Rap hören. Bei denen ist es, glaube ich, nicht so weit verbreitet. Aber die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, die angefangen haben zu rappen, weil sie Deutsch-Rap-Fans waren und weil sie mit Deutsch-Rap aufgewachsen sind, haben diese krankhafte Phase des Reimens. Ich bin aber nicht mit Deutsch-Rap aufgewachsen. Ich bin nicht mit Deutsch-Rap aufgewachsen, Digga. Ist nicht so, ich bin komplett mit Ami-Rap, ich war nie Deutschrap-Hater, aber ich habe zum Beispiel, mein größtes Idol war immer von Anfang an Savage. Und Savage ist, weiß Gott, nicht derjenige, der mit Reimketten um die Ecke kommt, sondern eher komplett halt so auf dieses Klangbild und auf die Flows und die Betonung setzt, so, ne? Und irgendwann kam dann halt Kollege, ja, da hat es halt, ich will nicht sagen angefangen, da war ich schon drin und es hat einfach jemand unglaublich Es hat mich befriedigt,
regelrecht befriedigt, jemanden zu hören, der das, was ich in meinem Kopf habe, so geil auf den Track legt. Pledge IT, muchos gratis für dein Twitch aus Breimos Abos. Also wie gesagt, so das Argument kann ich nicht unterstützen, weil ich bin halt wirklich Ami-Rapper. Und Ami-Rapper, ich meine The Game, manchmal kann sich The Game-Alben anhören und The Game reimt manchmal gar nicht. Und ich bin riesengroßer The Game-Fan. Fans waren und weil sie mit Deutschrap aufgewachsen sind, haben diese... Boah, ich red mich schon wieder in Rage, so, das soll gar nicht falsch rüberkommen. Wie meine Nachbarin zu mir nachher zum Analsex. Die angefangen haben zu rappen, weil sie Deutschrap-Fans waren und weil sie mit Deutschrap aufgewachsen sind, haben diese krankhafte Phase des Reimens durchgemacht. Und solche Sachen, dieses, ja, man kann nicht fresh auf Wack reimen oder was auch immer er da jetzt als Beispiel genommen hat. Solche Gedanken, ich weiß nicht, warum man an denen festhalten sollte, weil das, was ich da rappe, das rappe ich, weil ich das sagen will. Ich rappe das des Inhalts wegen. Er sagt jetzt, der Text leidet unter diesem Flow, weil ich diese Worte sage, die ja schon tausendmal aufeinander gereiht wurden. Ich sag nicht, der Text leidet drunter. Ich sag, das Gewicht des Textes leidet drunter. Weil ich komme mit der Cap und der Cap und der bin fresh, der du bist wack und du bist einfach ein Dab. Das ist ein geiler Flow. Natürlich, der Flow leidet darunter nicht. Im Gegenteil, der Flow wird dadurch gepusht. Aber es leidet halt das Gewicht so ein bisschen drunter, finde ich. Der Text leidet unter Worte sage, die ja schon tausendmal aufeinander gereimt wurden, anstatt hinzuhören, was ich da sage. Weil ich habe einfach eine Aussage gehabt, die ich gerne in einen coolen Flow packen wollte und war sehr glücklich darüber, dass es so viele Worte gab, die sich so schön gereimt haben. Ich verstehe... Ja, ich verstehe ihn komplett. Muss ich aber sagen, ich verstehe ihn aber auch komplett. Dieses Mindset, mit dem das bewertet so gut, aber ich weiß, dass mich selber das einfach so eingeschränkt hat. So eine Ey Freunde, ich komme da aber auch nicht mehr raus. Stellt euch jetzt mal vor, ich mache jetzt hier demnächst Analysen und mir ist es auf einmal egal. Da denkt ihr doch auch, Junge, was ist mit dir denn los? Wissenschaft daraus machen. Ich liebe Rap-Technik, ich liebe es, wenn ich mir einen Song anhöre, wo jemand einfach mit Reimen irgendwas gemacht hat, bei dem ich einfach beeindruckt bin. Ich finde es mega nice, aber ich finde es so schädlich für die Mucke, wenn das über allem steht. Der hat so recht und er trifft mich gerade an den Punkt, wo ich das anerkennen kann. Vor einem halben Jahr hätte ich hier noch gesessen und hätte wahrscheinlich nach dem Kuchen oder im Twizzy eine Voicemail gemacht. Ey, hör dir mal den an, was der für ein Scheiß labert. Und die beiden hätten gesagt, ja Digga, der hat halt keine Ahnung, weißt du, so Reime über alles, so Ramen over everything und so. Nee, aber mittlerweile, auch gerade nach, ich will es halt immer wieder sagen, aber nach den Gesprächen beispielsweise mit PA Sports und auch mit diesem ganzen, mit dieser ganzen Materie, mit der ich mich ja schon sehr intensiv beschäftige die letzte Zeit und auch mit der Revolution des deutschen Raps und so, wie sich jetzt alles verändert und so, da bin ich mittlerweile wirklich an einem Punkt, wo ich das sehr, sehr gut nachvollziehen kann und auch unterschreiben würde, was er sagt. Wirklich wahr. Und wie gesagt, ich habe Tracks teilweise. Bei meinem neuen Track, den ich bald raushaue, wo es darum geht, dass ich mit einem Auto alleine die weite Welt fahre und auf alles andere einen Fick gebe, ist die erste Zeile vom dritten Part. Achtung, ich hätte die Rückspiegel fast abgebaut, denn ich habe keine Vorsätze außer einen und der heißt nach vorne schauen. Und Digga, ich schreibe abgebaut auf nach vorne schauen. Und ohne Spaß hättest du mir das vor einem halben Jahr gesagt, Digga, du nimmst den Reim. Da hätte ich gesagt, eher jag ich mir die Kugel in den Kopf, bevor ich sowas aus meinem Mund auf den Track packe. Und es verändert sich einfach. Deswegen, ich fühle das, was er sagt. Ja, nice. Aber ich finde es so schädlich für die Mucke, wenn das über allem steht. Aber das ist dann im Endeffekt auch wieder nur meine Wahrnehmung. Ich finde, Rap ist mehr als das. Auch wenn ich das liebe und super gerne mache. Das werdet ihr wissen, wenn ihr euch Cybeast angehört habt oder so. Ich bin ein Freak, was diese Sache angeht. Ich muss mir wirklich, glaube ich, mal mehr vor dem reinziehen. Gerade so, wenn er sagt, er ist so facettenreich und er probiert sich viel aus und macht da das und versucht frei beim Mucke machen zu sein. Klingt auf jeden Fall schon sehr interessant und spannend. Aber seit ich das nicht mehr über alles stelle, macht Mucke viel mehr Bock wieder und ist einfach mehr als einfach nur irgendeine Wissenschaft. Absolut geil, Digga. Ich würde euch jetzt am liebsten wirklich, da müsste ich jetzt ein bisschen suchen, weil ich hier viel letzte Zeit aufnehme mit meinem USB-Mic, was ich auch schon 15 Jahre oder so habe. Es dient nur zu Probeaufnahmen, ne? Und ich nehme so viel auf, dass ich jetzt gar nicht finden würde, was ich euch am liebsten zeigen würde, weil ich so viel habe und suchen müsste und es wieder Zeit dauern ins Land ziehen würde, mit sich ziehen würde. Aber ich bin ja ein Kind der Rechtfertigung, ne? Und auch da kann ich mich natürlich freier von machen. Würde ich mich auch gerne freier von machen. Aber ich würde euch jetzt am liebsten beweisen, dass ich das fühle, was er sagt. Und das ist sogar auch schon, ich will nicht sagen, das ist eigentlich schon in vollem Gange. Ich liebe noch Reime und ich habe auch hier immer noch meine zwei Duden stehen, ja? Meine zwei Duden, mit denen ich Reime suche, Reime forme, Wortspiele kreiere, alles Mögliche. Aber es gibt auch einfach den Ausdruck des Gefühls. Und in dem Gefühl, in dem ich mich momentan befinde, bin ich einfach so, ich setze mich hin, entweder baue ich ein Beat selber, wo ist mein MIDI-Keyboard, scheiß drauf, entweder ich baue ein Beat selber
baue ein Beat fertig oder ich pick mir irgendwo ein und das Gefühl, was ich habe, bringe ich aufs Blatt und das macht mich frei und ich merke, dass ich selbst mit den Probeaufnahmen mit meinem scheiß USB-Mic, die absolut scheiße klingen von der Soundqualität her, sehr zufrieden bin, Digga. Auch wenn es vielleicht nicht die Hits sind oder so, aber ich habe mich, me, myself and I, habe ich befriedigt, weil ich geschafft habe, das, was ich fühle, aufs Blatt zu bringen, ohne mich zu verkrampfen. Was reimt sich denn da jetzt drauf? Natürlich reime ich auch gut, aber es ist auch nicht die oberste Priorität, Alter. Viel mehr Bock wieder und ist einfach mehr als einfach nur irgendeine Wissenschaft. Aus wie ein Loser, sitze in der Bahn und fühl mich tausendmal cooler. Denn ich bin es. Nenn mich Gott. Er feiert sich aber auch ordentlich selbst, aber ist geil, klar, das ist, dann hat er es doch geschafft, Alter, Level complete. Wenn man seine Mucke selber feiert und sich selber feiert für seine Mucke, ist geil, Digga, ein geiles Gefühl. Hey, ich bin der coolste Motherfucker auf diesem Planeten. Sie sagen, der Hype kommt schnell und wird auch schnell wieder vergehen. Aber langsam glaube ich, sie hören hier. Hey, ich bin der coolste Motherfucker auf diesem Planeten. Sie sagen, der Hype kommt schnell und wird noch schneller noch vergehen. Hey, geiler, mega guter Flow. Ich bin der coolste Motherfucker auf diesem Planeten. Sie sagen, der Hype kommt schnell und wird noch schneller noch vergehen. Aber langsam glaube ich, sie hören hier auf, über mich zu reden. Aber yes. Schau ich in den Spiegel, ja, dann kann ich es verstehen, Homie. Ich bin fucking cool. Ah, mega, der Flow gefällt mir richtig gut. Da schürzt mich auch nicht, dass er sein Ziffmaul nicht aufkriegt. So. Aber das ist geil, das gefällt mir richtig gut, Digga, ohne Spaß. Crazy. Also das kann man sich auch mal geben. Aber das jetzt, nach dem, was er eben gesagt hat, hätte ich gedacht, das findet er richtig wack. Dass ich so sage, ich bin sweet wie eine Pepsi und so Sachen. Ja, nee, Digga, ich bin ja geimpft mittlerweile. Gedacht, das findet er richtig wack. Dass ich so sage, ich bin sweet wie eine Pepsi und so Sachen. Freut mich, wenn er Gefallen daran findet. Auch er nimmt die Vorreime hier, Boof und zerfällt sie. Naja, manchmal denke ich mir selber, wenn ich mich jetzt so höre, denke ich mir doch, halt doch mal dein Maul mit deinen Reimen die ganze Zeit, Junge. Gib dem Fettsack eine Schelle. Runne von meinem Rasen, du. Werd normal. Auch er nimmt die Vorreime hier, Boof und zerfällt sie. Crew. Sogar noch ein Reim davor. Musik meiner Crew auf dem Handy. Ja. Die I-Silbe gehört noch zum Reim dazu. Nice, ich liebe das aber trotzdem. Dir das etwa nicht aufgefallen? Mr. Rap Tutorial? Ey, Freund. Ja, Rap Tutorial hat er auf dem Schirm so wie Regentropfen bei dir Schlag. An dieser Stelle alle www.rap-tutorial.de auschecken und endlich was verändern im Leben. Damit die Leute, die es nicht wissen, wovon wir beide da reden, vielleicht auch verstehen. Die es interessiert, ihr müsst nicht Rapper werden, um euch dieses Rap Tutorial zu holen, sondern vielleicht seid ihr einfach nur so interessiert, das verstehen zu können, von dem wir beide hier reden, dass ihr es auschecken wollt. Ich freue mich, das zu sehen, dass da so jemand sitzt und... Alter, über 800 Zuschauer, drittes Mal heilige Gloria Maria im siebten Himmel Gottes. Vielen Dank, Alter, das freut mich sehr. Oh, der Nightbot spammt hier schön fleißig das Rap-Tutorial rein. Aufgabe erfüllt, kriegst nachher noch einen kleinen Schokoprenzen. Was zu... Mr. Rap-Tutorial? Ey, ich freue mich, das zu sehen, dass da so jemand sitzt und mal was zu den Reimen sagt und sowas. Wobei ich sagen muss, dass ich mir auf Hyperreal Rave Lord, was die Reime angibt, gar keine Mühe gegeben habe, sondern den Approach ausprobiert habe, einfach mal locker runter... Den Approach, er redet ja wirklich so, ey, Digga, du steckst in einer Bubble fest. Zu schreiben. Wisst ihr, was ich meine? Dadurch, dass ich halt auch so Rap-Technik-Fanatiker bin, passiert mir das halt häufig, dass ich so, keine Ahnung, einfach richtig lange an einem Text sitze und da dran rumschraube und das macht auch mega Spaß und am Ende das durchzurappen fühlt sich übergeil an. Aber ich wollte bei Hyperreal Rave Lord, gerade weil es auch diese Hyperreal Rave Lord am Ende das durchzurappen fühlt sich übergeil an, aber ich wollte bei Hyperreal Rave Lord, gerade weil es auch diese 4-to-the-floor-Beats sind, einfach mal locker loslassen, einfach schreiben, was kommt, aber trotzdem voll cool zu sehen, wie jemand so sowas zu den Reimen sagt. Auch wenn die Reime an sich nicht geil sind, ist die Stellung, die Reimsetzung, wie er sie gesetzt hat, gut. Okay, ja, das ist, was ich meinte. Pepsi auf sexy, ich habe mir schon gedacht, dass er das nicht gut findet. Ich hab ja nicht mal gerafft, glaube ich, dass das jetzt ein anderer Track ist, gell? Mal gucken, wie er das auffasst. Das nicht gut findet. Scheine verkaufen ihre Seele an den Teufel für eine Breitlinge. Kleine Botanisten können nicht leugnen, was der Preis ist. 1, 2, 3, 4, Preis die Hütte ab. Muchos gratis für irgendeine Twitch Prime Abo Fandoms. Geil. Zweite Mal abonniert. Gebt die Kohle her. Gebt die Kohle her. Nochmal. Die nächste Donation flattert auch rein. Lese ich später vor, Freunde. Was ich aber auch jetzt an seinem. Ich mach nur was. Was? Das ist genau. Weißt du, was ich in dem seinem Gesicht sehe? Er ist komplett zufrieden. Er fühlt seinen Stuff. Er denkt sich,
Nobody can... Und jetzt denkt er vielleicht nicht so, aber er denkt sich so, er ist einfach so vollkommen so. Er hat das geschafft, was er will. Und das ist einfach geil, Digga. Ich sehe ihm an, dass er sein Stuff gerade komplett feiert. Er feiert seinen Einstieg auf den Beat. Ich komme... Und das ist geil, Mann. Ich mach nur, was ich liebe und es läuft schon von alleine. Rest like, try to measure my swagger. Wie seine Rolle, so wie Hannah Montana. Casual Sweater, Hannah Montana, auch guter Reim. Casual Sweater auf Hannah Montana. Ich sag, measure my swagger, aber Casual Sweater wäre auch mega stark. Du spielst eine Rolle, so wie Hannah Montana. Also Flow, ohne Spaß, machen wir uns nichts vor. Der Flow ist krass, Alter. Machen wir uns nichts vor. Wer soll bitte dieser Kollege sein? Mann, der Boss, der Boss, der Boss, der Boss ist... Jetzt bin ich gespannt. Wer soll bitte dieser Kollege sein? Mann, der Boss, der Boss, der Boss, der Boss ist am Mike. Ah, geil. Ich freue mich, dass er es feiert. Unter dem Video haben manche Leute so eine große Sache daraus gemacht, so... Was? Er hat Kollege gedisst? Oh nein! Und ich denke mir so, ey... Das ist nicht mal ein richtiger Diss. Ich fand's cool zu sagen, der Boss, der Bosse, der Bosse, der Bosse ist am Mike. So, das fand ich cooles Wordplay in Anführungszeichen mit halt dem Kollege-Albumtitel. So, ja, es stimmt. Ich finde das, was Kollege aktuell so macht und was es da so für Stories gibt, alles bisschen ominös und nicht... Oh, schade, da war ein Cut drin, Alter. Ich hätte es gern ohne den Cut gesehen. Ich finde das, was Kollege aktuell so macht und was es da so für Stories gibt, alles bisschen ominös und nicht unbedingt unterstützenswürdig. Aber ich muss auch zugeben, ich habe gerade darüber geredet, dass ich Rap-Technik so interessant und so faszinierend finde. Und Kollege-Alben haben mich auf der Ebene auch schon häufiger begeistert. Es war so nie richtig meine Mucke, aber ich hab's mir, immer wenn was Neues kam, hab ich's mir angehört, einfach weil ich Bock hatte, die Reime zu hören und so. Wer soll bitte dieser Kollege sein? Hey Mann, der Boss, der Boss, der Boss, der Boss ist am Mike. Du bist der Witz, vielleicht versuchst du's mal im Comedy-Bereich. Nie scheint gelogen, der Gott ist alive. Oh nee, das war ja die Reaction. Ach nee, Freunde, ich weiß es doch, auch, hört doch auf. Ich dachte, ich komm da drum rum, Alter, das schneide ich raus, wenn ich das danach auf YouTube hochlade. Wer hat gelogen? Nietzsche? Keine Ahnung, verstehe ich nicht. Wahrscheinlich irgendein Rapper oder Sänger, der irgendeinen Text gemacht hat von wegen God is not alive oder God is dead oder so. Und das habe ich schon gesehen. Zu der Stelle habe ich schon geskippt. Nietzsche? Ist das ein Rapper oder ein Sänger? Hör doch auf! Jetzt skipp doch einfach weiter! Ich weiß gar nicht, warum du da jetzt irgendwas zu sagen musst. Da auch in den Kommentaren ist, glaube ich, alles voll mit hier. Nietzsche wäre wahrscheinlich irgendein Rapper oder Sänger. Nietzsche, der berühmte Sänger. Mehr Nietzsche-Kommentare hier, als Nietzsche überhaupt Tracks aufgenommen hat. Stark. Nietzsche, Gott ist tot, ist meiner Meinung nach ein besserer Track als Eminems Rap-God. Alles nur Nietzsche-Kommentare. Also keine Ahnung, ich bin nicht der Type of Guy, der jemanden judged, weil er irgendwas nicht gettet. Ich bin nicht der Type of Guy, der jemanden judged, nur weil er irgendwas nicht gettet, sagt er vielleicht. Alles nur Nietzsche-Kommentare. Also keine Ahnung, ich bin nicht der Type of Guy, der jemanden judged, weil er irgendwas nicht kennt oder so. Das finde ich immer so dumm, dieses das kennst du nicht, hä? Ey, by the way, wenn wir gerade schon beim Thema sind, ich habe vorgestern angefangen, Matrix zu gucken. Ja, den ersten Teil. Und ja, ich habe noch keinen Teil davon gesehen. Und ich habe es auch davor noch nie gesehen. Nur damit ihr mal wisst, mit wem ihr hier redet. Ne? Ich war am NHL-Zocken und am FIFA-Zocken, als ich ein Kleinkind war. Bist du etwa ungebildet? Hä? Aber ist halt schon lustig, dass er dann so davon ausgeht, dass Nietzsche ein Rapper oder Sänger ist. Das macht es natürlich lustig. Aber das macht es natürlich für jeden anderen lustig, außer für mich. Ne? Das muss man mal sagen. Also ich halte mich durchaus für ein intellektuelles, junges Kerlchen. Ja, mitteljung, alt, 30 Jahre altes Kerlchen. Ne? Aber es gibt halt so manche Dinge. Es gibt auch auf jeden Fall schon so Lücken so bei mir zwischen den Synapsen. Ne? Und das kam halt hier gerade mal zum Tragen wie ein Umzugshelfer. Oh ja, der dann so davon ausgeht, dass Nietzsche ein Rapper oder Sänger ist, das macht es natürlich lustig. Aber ja, falls du das siehst, J. Jiggy, setz dich mal mit Nietzsche auseinander, vielleicht gefällt's dir. Ja, so mittlerweile. Okay. Es gibt auch Leute, von denen nehme ich auch wirklich Tipps an. So, wenn mir das jetzt da irgendeiner sagt, da denke ich mir, komm, mach die Schnauze zu, sonst trete ich dir die Zähne in den Hals, bis ich im Arschklavier spiele. Aber bei dem denke ich mir, okay, Nietzsche. Finde ich schon eigentlich ganz geil. Ich glaube aber, ich passe nicht in dem seine Nietzsche. So kann man sich sehr gut... Setz dich mal mit Nietzsche auseinander, vielleicht gefällt's dir. Ja, so mittlerweile finde ich schon eigentlich ganz geil. So kann man sich sehr gut geben, muss man wirklich sagen so. Es ist so süß, wie er einfach reinkommt mit der Zeit. Yo, und auch... Was? Geben, muss man wirklich... Warum findet er mich süß? Und ich sag dir ganz ehrlich, ich finde den auch süß. Alter. Es ist so süß, wie er einfach reinkommt mit der Zeit. Yo, und... Wie alt ist er? Schreibt mal in den Chat. Wie alt ist er? Wie alt ist er? Sag mal kurz. Circa 25. Zu jung für mich. Na, wer sagt das denn? Hm?
Nice auf jeden Fall. Gut geben, muss man wirklich sagen so. Es ist so süß, wie er einfach reinkommt mit der Zeit. Jo, und auch nochmal. Er findet mich einfach süß. Muss man wirklich sagen. Schatz, der findet mich süß. Sagen so. Es ist so süß, wie er einfach reinkommt mit der Zeit. Jo, Digi, ich spreche jetzt die ganze Zeit zu dir, aber falls du das hier siehst, gönn dir mal Take the Lead von mir. Würde mich interessieren, ob dir das gefällt. Ist so von Beast Boy mein Lieblingssong. Okay, da bin ich wirklich mal gespannt. Ich sehe das ja, das auch, weil ich spreche ja, glaube ich, auch mal zu euch und mal zu ihm, also zu dir. Und das Problem kenne ich, dass du jetzt auch nicht genau weißt, zu wem du sprechen sollst, aber wir finden schon einen Weg, um miteinander kommunizieren zu können. Ja, zieh ich mir auf jeden Fall mal rein. Ich bin jetzt wirklich neugierig hier über den Boy. Über den Boy, hä? Geile, junge Boys. Bin ich neugierig, zieh ich mir mal rein, Alter. Beat von mir. Gerne auch mit euch, Freunde. Würde mich interessieren, ob dir das gefällt. 910 Zuschauer, Freunde, es ist das vierte Mal Heilige Glorie Maria Gottes im siebten Himmel. Was ist hier los? Alter, Digga. 9, das ist auf jeden Fall Rekord, Alter. Das ist auf jeden Fall Rekord, Digga. Auch schon wieder knapp 200 Abos heute gemacht, glaube ich. Freunde, ihr seid absolut krank. Vielen Dank für diese Unterstützung, wirklich so. Muss ich bei allem Schlappmaul da sein, was ich hier an den Tag lege, auch wirklich mal ernsthaft gesagt haben. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Ist so von Beast Boy mein Lieblingssong, glaube ich. Inhaltlich sowohl... Ich unterbreche die ganze Zeit, ekelhafte Angewohnheit. Take the Lead wurde mir auch schon viel oft vorgeschlagen, mir von ihm reinzuziehen. Ist so von Beast Boy mein Lieblingssong, glaube ich. Inhaltlich... Sowohl als auch klanglich, als auch flowlich und so. Ich glaube, da sind ein paar Lines, die du richtig wack findest. Aber ich find's cool. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass ich nur Rap höre. So, wenn sowas so gut gemacht ist, so, da sind geile Flows, lustige Reime, so. Ich finde, das ist alles jetzt ziemlich rund und griffig und gut. Geil. Danke dir. Er ist einfach, real talk, ne? Ich weiß halt, ob er es gibt bestimmt Leute auch, die ihn unsympathisch finden, ne? Aber das kommt natürlich jetzt dumm, wenn ich jetzt hier mit ihm gerade dabei bin, eine homoerotische Beziehung aufzubauen, dass ich jetzt sage, ich finde ihn sympathisch so, ne? Das kommt natürlich jetzt dumm, vielleicht. Aber ich muss wirklich sagen, ich finde ihn wirklich komplett sympathisch gerade so. Gut gemacht ist so, da sind geile Flows, lustige Reime so, ich finde, das ist alles jetzt ziemlich rund und griffig und gut. Geil, danke dir. Nein, Mann, Digga, ich will's direkt mitrappen, jetzt hier gerade live und da mach ich's auch. Nein, Mann, anhalten geht nicht, mich zieht die Neugier nach vorne, ist schon fast wie magnetisch. Ja, ich find's geil so, ich find's vor allem auch geil, dass er wirklich teilweise jetzt, was die Aussprache angeht, voll nuschelt so, ne? Also was heißt voll nuschelt, aber es ist schon oft vernuschelt so, aber trotzdem geht's halt komplett ins Ohr so. Ich würde gar nicht sagen, dass es so vernuschelt ist. Okay. Na, das sagt AD auch nicht von sich und der kann keinen Satz sprechen, ohne dass du den Regenschirm aufklappst. Da rede ich aber aus eigener Erfahrung. Ich weiß, was er meint. Aber trotzdem geht's halt komplett ins Ohr so. Ich würde gar nicht sagen, dass es so vernuschelt ist. Aber ich weiß, was er meint. Ah, jetzt kommt das wieder. Übrigens, Fun Fact zu der Stelle mit dem Tätowierer. Anestis heißt er übrigens. An der Stelle, wo Anestis anfängt zu rappen, das war nicht meine Idee, das war nicht mal geplant, sondern Anestis sagt so, was soll eigentlich danach kommen im Video? Passt das vielleicht, wenn ich auf einmal die Stelle singe? Und Adi war halt da, Adi hat das gefilmt, diesen Teil vom Video. Und wir haben es so abgefeiert und haben es dann ein paar Mal aufgenommen halt und wir haben uns so kaputt gelacht. Das war richtig nice. Anestis Ehrenmann auf jeden Fall auch. Und da auch, jetzt kann ich eigentlich, es hat jetzt nichts mit JGs Video zu tun, aber so Background-Infos, da wo ich am Helikopter hänge, das habe ich einfach so randomly, es war auch nicht geplant, ich habe es einfach so alleine hier zu Hause aufgenommen. Mein Greenscreen, den ich eigentlich für so Stream-Hintergründe besorgt hatte, ich einfach aufgezogen und auf den Boden gelegt. Meine Wohnung besteht aus nur zwei Zimmern, aber eins davon hat so zwei Ebenen. Und an der oberen Ebene ist so eine Reling, an der man sich halt festhalten kann. Ich habe einfach den Greenscreen auf den Boden gelegt und mich so da dran gehangen. Und dann halt so getan, als würde ich an einem Hubschrauber hängen. Und nice. 1, 2, 3, 4, reiß die Hütte ab. Du bist schon dreimal Sabos, von wem dann? S1 MXN, muchos gracias für deinen Twitch-Prime-Abo nochmal. Auf jeden Fall sehr kreativ, finde ich geil, ich will jetzt halt alles geil finden, aber es ist doch schön, wenn man so kreativ ist, dass man über verschiedene Wege zu seinem Ziel kommt. Greenscreen auf den Boden gelegt und mich so da dran gehangen und dann halt so getan, als würde ich an einem Hubschrauber hängen und habe ich das einfach hier zu Hause alleine bearbeitet und so und niemand wusste davon, dass ich an einem Hubschrauber hänge, aber hey. Ja.
Was? Kind of fuck? Was sagt er da? Das haben so viele nicht verstanden. Aber so kind of vibe zum Beispiel auch wieder was, was einfach in meinem Sprachgebrauch ganz normal drin ist. Deswegen, kind of vibe? Ja, keine Ahnung. Ich hätte es direkt verstanden, aber ich verstehe natürlich, wenn man es nicht direkt versteht. Champion schreibt, der Song ist zu random. Stimmt. Wenn ich jetzt so sehe oder wenn du so sagst, muss ich sagen, dass ich das verstehen kann, wenn du das sagst. Wahrscheinlich weiß ich es gerade nicht, aber es sind ja zwei Songs, die... Habe ich wirklich nicht gewusst an dieser Stelle. ...zusammengeschnitten sind in dem Musikvideo. Aber die Songs an sich finde ich eigentlich gar nicht random. Das Video ist halt sehr random, aber da hatte ich einfach Bock drauf, sowas zu machen. Also so für alle, die das noch nicht wussten. Übrigens, ich habe das Video komplett alleine gemacht, außer die Kamera halt. Da haben... Krass. ...mir verschiedene... Also was heißt krass? Ist cool. ...Freunde geholfen. Nia hat gefilmt. Adi hat gefilmt. Mirek hat Sachen gefilmt, ich selber habe Sachen gefilmt. Jetzt habe ich Angst, dass ich irgendwen vergessen habe, aber ist auch gerade erstmal scheißegal. Und so jetzt einmal generell, ich mag einfach, wenn viele Dinge passieren bei Songs. Ich mag das auch nicht so gern, wenn Hooks sich wiederholen und sowas. Am besten merkt man das, glaube ich, an der Mucke. Auch da muss ich kurz wieder hier mal intervenieren, da bin ich auch ein bisschen anders. Weil ich mag das halt irgendwie sehr, so eine klare Songstruktur. Ich mag das halt, also es muss nicht immer 16 Bars Hook, 16 Bars Hook, 16 Bars Hook sein. Es kann natürlich auch nur zweimal 16 Bars mit der Hook jeweils dazwischen sein. Nee, Quatsch. Aber ich mag einfach so, ich mag das einfach, wenn ich so, okay, das ist Part, das ist Hook, das ist Bridge, das ist Part, das ist Hook, das ist Bridge. Dieses, das mag ich einfach. Ich bin aber auch ein Freund, der es mag, wenn vom ersten Schlag des Beats bis zum letzten die Hi-Hat auf den Achtels stur durchläuft, ohne ein einziges Mal auszusetzen. Und ich meine wirklich ohne ein einziges. Ich mag diese Sture. Ich mag das einfach, das Sture, die Clap auf die 2 in die 4 und gib ihm durchlaufen, so, ne? Songs. Ich mag das auch nicht so gern, wenn Hooks sich wiederholen und sowas. Am besten merkt man das, glaube ich, an der Mucke, die ich selber produziere, Baby Brain, wo halt komplett alles von mir ist. Da ist halt kein Vierer derselbe, so. Da passiert die ganze Zeit irgendwas, einfach weil ich persönlich davon komplett abgeturnt bin, dass alle Songs so einen selben Ablauf haben. Dieses Verse, Hook, Verse, Hook. Alter, ist das geil, Mann. Ist das geil. Dass alle Songs so einen selben Ablauf haben. Dieses Verse, Hook, Verse, Hook. Und jeder Verse hat 16 Bars. Und am Anfang ist ein kleines Intro, am Ende ein kurzes Outro. Und das war's. Und jeder Song ist so. Und alles irgendwie auf 3 Minuten 30 oder so höchstens, damit es gut im Radio laufen kann und sowas. Das ist, was ich persönlich wack finde. Aber das ist ja einfach subjektiv. Also. Ohne Spaß, wenn wir uns zusammensetzen würden, Alter, das würde so ein langes Interview geben. Ich hätte wirklich Bock drauf. Also, Digga, wenn du das hier siehst, ne, kontaktiere mich gerne und da finden wir bestimmt einen Tag und einen Ort, an dem wir uns mal zusammensetzen. Ich glaube, viele würden das feiern, Alter. Also, ich verstehe auch voll, was er da gerade sagt. Es ist sehr random, so, was so die Struktur angeht. So. Viele Elemente, da die Hook, da das, da das, da das. Ist schon ziemlich random so, aber hat mich jetzt irgendwie überhaupt nicht gestört bis jetzt so. Ich finde auch den Teil jetzt richtig geil, muss ich sagen. Werfe du Sechsen, kind of Boy. Da kommt der nächste Flow. Das ist halt echt schon so ein bisschen überladen alles noch. Das ist auch so eine Sache, die ich nie lassen kann. Ich switche Flows immer spätestens nach einem Vierer, manchmal schon nach einem Zweizeiler. Aber es liegt auch daran, dass das, was mir am Rappen am meisten Spaß macht, halt das Flowen ist. Ich schreibe meine Texte ja auch so, dass ich die durchrappen kann. So, ich mag das nicht zu cutten. Ey, Digga, das ist ohne Spaß, Alter. Ich könnte so viel immer die ganze Zeit sagen. Das ist so... Ich habe nichts dagegen, wenn jemand irgendwo was cuttet oder so, aber ich mag es, wenn ich mich... Aber da sage ich euch, so war ich früher. Da können wir jetzt den Spieß mal umdrehen, ja, ganz kurz zumindest, weil er jetzt sagt, er mag es, das so durchrappen zu können, ne, und alles so One-Take und so, weil ich weiß nicht, was er jetzt noch sagt, so, weil es vielleicht real ist, ich höre mir erstmal an, was er sagt. So, ich mag das nicht zu cutten, so, ich habe nichts dagegen, wenn jemand irgendwo was cuttet oder so, aber ich mag es, wenn ich mich einfach hier hinstelle und das durchrattern kann. Mein Körper wird warm, ich bin so richtig strong am Atmen und baller einfach die Silben ins Mikrofon, so, das ist, was mir am Rappen Spaß macht und... Okay. Kann ich verstehen und so war ich wirklich, ich meine, nehmen wir mal, ich mache Mucke seit über 15 Jahren so, natürlich am Anfang noch nicht so gut, sage ich mal, so professionell oder wie man es auch immer definieren mag, so, ne? Und ich war bis, ich will nicht sagen bis vor kurzem, aber sagen wir mal so bis zu so JBB 2015, so, ne? War ich auch so ein One-Taker, so, ne? Am besten One-Take, First-Take, ne? Gib ihm, das ist real, ich muss mir selber beweisen, ich bin Rapper, ich rapp das alles One Take, so, ne? Und irgendwann habe ich aber gemerkt, dass mich dieser Wille, One Take rappen zu wollen,
beim Schreiben eingeengt hat, weil ich meine Texte so geschrieben habe, dass ich One Take rappen kann. Das heißt, ich habe da eine Pause reingemacht, da an Silben gespart, da an Wörter gespart, bliblablub. Und es hat das endgültige Klangbild vielleicht sogar auch ein bisschen, oder was heißt vielleicht, es hat es ein bisschen gestört, weil ich einfach eingeschränkt war, weil ich vielleicht Stellen, die ich so betonen würde, nur noch so betonen würde, betonen konnte. Versteht ihr, weil mir die Luft weggeblieben ist. Und irgendwann habe ich dann Abstriche gemacht und habe gesagt, ey, es kam eigentlich mit Spoofy, der übrigens auch Teil dieses Rap-Tutorials ist, von dem wir hier schon ein paar Mal geredet haben. Gott, ja? Ich werde abgeholt von meiner Schwester. Ich wünsche dir einen butterweichen Abend. Vielleicht. Zu diesen Cuts, ne? Bei Spoofy war das dann so, als ich bei ihm angefangen habe, ein professionelles Tonstudio aufzunehmen und so und auch mitbekommen habe, wie viel Erfahrung er hat, so, ne? Knapp 30 Jahre auf dem Buckel, also was die Rap-Erfahrung angeht, Musikerfahrung und so, ne? Und da nimmst du dir natürlich schon Tipps, wenn du sie von so jemandem bekommst, zu Herzen, ne? Und er hat irgendwann gesagt, ey, cutte doch einfach. Und ich war am Anfang mehr so, nein, mach ich auf keinen. Und irgendwann dachte ich mir, ja, ich cutte jetzt. Weil ich dadurch meinen Text besser machen kann, so wie ich ihn schreiben will. Und ich kann die Stellen, die ich auf die und die Art und Weise betonen möchte, auf die und die Art und Weise betonen. So, weißt du, Sprachfehlerpatient ist da, aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen bin ich auch hier, ohne seine Meinung irgendwie ins Lächerliche, überhaupt nicht so. Ich fühle seine Meinung auch komplett. Ich habe nur auch hier leider eine andere. Und das ist einfach für mich hochinteressant. Ich unterhalte mich da gerne, weil jede Diskussion und jede andere Meinung, die du von jemandem bekommst, erweckt trotzdem irgendwas in dir und regt dich vielleicht zum Nachdenken an und bringt dich somit auch weiter. Und deswegen ist es interessant. Strong am Atmen und baller einfach die Silben ins Mikrofon. So, das ist, was mir am Rappen Spaß macht. Und deswegen ist es halt auch so, dass meine Flows teilweise so komplex und so kompliziert sind. Einfach weil das ist, was mir Spaß macht. Aber verstehe ich voll, wenn das Leuten zu random ist. Es gibt zum Beispiel auch Leute wie Navy von den West Coast, der einen Flow sich aussucht und dann darauf einen ganzen Track aufbaut. Also ja, so beispielsweise hat Sido das auch gemacht, oder Sido macht es sowieso neuerdings sehr extrem, auch bei dem Track 2, ein Junge von der Straße. Wie geht der Track 2 auf dem neuen Sido-Album? Wo er die ganze Zeit nur A, B, A, B Reimschema durchzieht, was mich echt stört, was ich so denke, so, jetzt bringen Flow Change rein, Digga, oder mir schlafen die Füße ein, so, ne? Stört mich da auch, weil mir aber nicht, weil ich die Struktur dieses Songs schlecht finde, sondern weil ich den Flow lahm finde. Das ist auch nicht immer so, ich will es jetzt nicht irgendwie darauf unterbrechen, aber der macht es ganz oft, dass er so einen Reim hat, einen Rhythmus und das zieht er dann komplett durch. Und das geht auch übelst hart. Aber ich persönlich bin halt so, switch nach zwei Zeilen. Okay, jetzt habe ich diesen Flow, der auf dem Beat funktioniert, aber auf dem Beat könnte man auch noch so flowen und auch noch so und auch noch so. Und vielleicht noch eine Zeile, die so schnell ist, wie es nur geht und dann noch eine, die so ist und blablabla. Guck mal, aber das, was er mir sagt, was ich mit den Reimen habe, hat er bei Flows. Weil ich mache mir diesen Kopf um Flows nicht. Ich finde, Alter, jetzt wird es wirklich interessant. Und also ich finde das jetzt, für mich fühlt sich das gerade wichtig an, was ich sage. Weil das, was er mir sagt mit den Reimen, hat er bei den Flows. Und ich finde, ne, dass die Flows in einem Rapper drin sind. Also ich bin kein Flow-Rapper und trotzdem sagen mir wirklich sau viele Leute, auch gerade bei diesen Mammut-Mixes, wo irgendwie noch gefühlt 20 andere Rapper auf dem Beat mit sind, sagen die Leute, ey, Jiggy hat den krassesten Part, boah, was ein Flow von Jiggy und Jiggy reißt komplett ab und so. Und ich sage ganz ehrlich so, ne, so bei den, ich will nicht sagen, ich will meine eigenen Parts nicht als irgendwie legendäre, epischen Parts oder so definieren, ne? Das macht ja ihr, ne? Nehmen wir den Part von Kuchens Runde im Halbfinale vom JBB. Was? Halbfinale? Keine Ahnung. Runde gegen Kricks, ne? Ohne Spaß, da sagen die Leute, ey Jiggy, du hast so den krassen Part und so. Und der Flow und bam und... Aber ich sitz gar nicht da und überleg mir, wie ich flow, sondern ich überleg mir, was ich sag und wie ich reim. Und der Flow kommt bei mir ganz automatisch. Und das scheint bei ihm nicht so zu sein, weil er sitzt da und überlegt sich, so flow ich, so flow ich, so flow ich, büßt dann aber bei den Reimen und bei dem Gewicht und bei den Zeilen ein. Und so, er hat eigentlich genau die gleiche Krankheit, nur umgekehrt, Dicker. Das macht mir einfach Bock. Ja, sehr interessant, Freunde, war das hier. Da habt ihr mich aber mächtig auf den Trip entführt hier. Was macht ihr denn mit mir? Also, cooles Video, coole Reaction. Ich freue mich über vieles, was er da gesagt hat. Scheint ein süßer Bär zu sein. Ein Bär und du bist ein süßes Häschen. Schau dir gern häufiger Sachen von mir an. Fand's ganz interesting, wie du darauf reagierst und so deine Perspektive einmal zu hören dazu. Ja, das ist alles, was ich dazu sagen werde. I'm out. Peace, Time Machine.
Absolut nice, Digga. Wirklich total unterhaltsam für mich. Auch ganz neu jetzt irgendwie so ein Video zu machen. Mega, mega interessanter Typ, mega sympathischer Typ, mega interessante Ansichten so. Viel Diskussionsstoff. Ja, Mann, ich muss es jetzt eigentlich nochmal sagen, auch wenn ich natürlich in dem Satz dann tue, dass ich Bock auf ein Gigi Wills Wissen Interview mit ihm hätte. Yes, ja, Freunde, absolut. Absolut Bam war das jetzt, Alter. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich hab gelernt, der allergrößte Schmerz geht auch hinüber. Komm, reiß mir ein Bein aus, doch ich laufe weiter. Tausendfüßler. Ich seh, du läufst gern rum mit ner Schlaghose. Da werd ich intolerant, auch ohne Laktose. Lauf und ich kämpf trotzdem Scheren in der Optik. Und zieh mir den Kondom über den Schädel wegen Kopfhick. Wenn mir noch ein Rapper erzählen will, dass er hart wäre, fahr ich mit nem Dampfer über seine Privatsphäre. Weil wir die Champions sind und wir holen uns den Pokal. Nur diesmal nicht in Brasilien, sondern in Russland. Sie trägt die Nikes, ja, ja. Sie weiß ganz genau, dass sie heiß ist. Sie trägt die Nikes,